Zuletzt bei Mass Effect Andromeda. Dann war das wohl kein Catschiff. Die klopfen nicht an. Hier sind Leute? Wir dachten, alle wären längst weg. Natürlich dachten sie das. Und jetzt verziehen sie sich. Sie sind also ein Bergungsgutsammler. Haben Sie einen Namen? Ich heiße Ryder. Clancy, ich verdiene ehrlich Geld in dem... Moment, Ryder? Wie der Pathfinder? Die Nexus kann Eos einfach nicht in Ruhe lassen, was? Egal, wie oft sie hier unten scheitert. Ich verfolge ein Signal, das Eos helfen wird. Ich benötige lediglich Strom für die Antenne. Ich habe die Energie nicht grundlos abgedreht. Die Cats sind heute auf Patrouille. Wenn sie das Energierelais einschalten, wissen die, dass hier unten noch ein saftiges Ziel am Leben ist. Klar, benutzen sie das Energierelais. Ach was, nehmen sie sich, was immer sie wollen. Trotzdem, ein kleiner Rat. Wenn ihr Signal außerhalb des sicheren Bereichs liegt, benötigen sie eine Fahrgelegenheit. Eine Fahrgelegenheit? Shuttles machen bei diesem Wind keinen Spaß. Sie brauchen Räder. Ich glaube, da steht noch eine Kleinigkeit im Lager. Und so geht es weiter. Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu Mass Effect Andromeda. Und ich fand das schon ziemlich lustig. Ich weiß jetzt nicht genau, wer es war. Mein Internet funktioniert noch nicht. Weil ich war ja auf dem Stream gewesen. Und also am Montag und vom Montag auf Dienstag war es weg. Und da hat er dann untergeschrieben, mein Pathfinder sieht aus wie Homer Simpson. Und ich fand das schon sehr lustig. So, dann wollen wir mal in das Ding einsteigen. Fand ich auch sehr geil. Wir waren mal hier rausgeschossen. Komm, ich glaube, vorher wäre einer gestanden, der wäre da platt gewesen. Komme ich da rein? Schon mit E, oder? Ah. Der Nomad sollte problemlos laufen, aber prüfen Sie Vor- und Rückwärtsgang, okay? So. Wir haben ja hier noch eine Quest, als Sidequest. Der verstorbene Bruder. Damit sollten wir ja da jetzt drauf kommen vielleicht. Irgendwo hinkommen. Was? Was ist denn? Ja, ja. Ja, ne? Also ich glaube, das WASD. Das wäre. Gucken wir mal, wo wir hochkommen. Ja, Rückwärtsgang, Vorwärtsgang. Ja. Dasselbe Problem wie damals bei Mass Effect 1. Dass man da irgendwo nicht hoch kann. Die Steuerung extrem bescheiden schön ist. Unser Bergziehmodus funktioniert nicht. Strahlenbelastung über dem Normalwert. Das ist nicht mein Problem. Ach, ich kriege keine Bodenhaftung. Es ist zu steil. Schalten Sie auf 6-Rad-Antrieb um. Dann kommen Sie sofort auf. Und wie mache ich auf 6-Rad? Ah. Mir aber auch nicht. Kommen Sie sofort hoch, genau. Ah. Vergessen
Sie die Jetpacks des Nomad nicht. Damit überwinden Sie die meisten Hindernisse. Wenn Sie mehr Saft brauchen, können die Booster Sie beschleunigen und aus der Gefahrenzone bringen. Lass mich in Ruhe. Chassis. Ich brauche keine Schubverstärkung. Ne, wir müssen ja zurück. Hier ist zu hart. Ich registriere eine Strahlenbelastung über dem Normalwert. Man muss halt aufpassen, wo man hinfährt. Diese Scheißviecher überall. Eine Sprungschanze? Ich hab's. Das Signal kommt von dem Bauwerk da vorne. Ich glaube, das war's. Ja, aber wie kommt man... Ich meine, wir sind jetzt... Aber wie kommt man da oben hin? Ich meine... Das Gefälle ist einfach zu steil. Wir sind... Wie soll man da hinkommen? Das ist... Vielleicht hier durch? Ist das hier vielleicht eine Höhle oder so? Das will ich nochmal testen. Sorry Leute. Aber ich will auf jeden Fall so viel wie möglich an Sidequests haben. Ein Ort, wo er mal zum Nachdenken gegangen ist. Aber wie soll man da hinkommen? Überfahren? Nein! Keine kritischen Strahlungswerte registriert. Okay. Die Strahlenbelastung nimmt zu. Fahr noch! Strahlenbelastung liegt im Normalbereich. Stehe ich wieder fest? Ich will das jetzt haben. Boah, ist das nervig damit zu fahren. Da oben müssen wir hin. Wie kommen wir da hin? Strahlenbelastung nimmt zu. Ja, nun. So. Okay. Strahlungsschäden. Ich registriere eine Strahlenbelastung über dem Normalwert. So. Wo könnte dieser Ort sein? Registriere eine Strahlenbelastung über dem Normalwert. Ja. Normal.
was mache ich jetzt hier? Pathfinder, das ist die Stelle, wo Sie Nigel McCoys Anhänger ablegen sollen. Zu Ehren seines Bruders, Dash McCoy. Das war's. Ich falle! Keine kritischen Strahlungswerte registriert. So, jetzt können wir uns ja mal um die Geschichte wiederkommen. Verhaltung wiederhergestellt. Die Strahlenbelastung nimmt zu. Ein Stückchen zurück. Nicht so weit. So. Jetzt können wir uns wieder um die ganze Geschichte kümmern, glaube ich. So, hier hätten wir noch... Eros Planet Oberfläche. Erinnerungsauslöser. Von uns links. Dann machen wir das. So. Lass mal gucken, was das hier ist. Okay. Dann gucken wir uns das hier mal an. Sam, noch ein Erinnerungsauslöser? Ja, aber meine Speichermatrix ist immer noch blockiert. Es sind weitere Auslöser erforderlich. Okay. Alles klar, dann gucken wir mal auf die Map. Wir wollen natürlich alles mitnehmen. Forschungsstation. Unwichtig, was ist das hier? Dein besserer Anfang. Was ist das hier? Egal, haben wir hier ein paar Sachen. Also, dann müssen wir jetzt wohl oder übel geradeaus fahren. Aber nicht so geradeaus, sondern geradeaus da. Strahlenbelastung liegt im Normalbereich. Okay, links von uns. Lebenserhaltung wiederhergestellt. Gucken wir natürlich im Scan. Aha. Da oben ist was. Wie kommen wir da? Aber bestimmt hier. So. Na komm. Moment mal. So. Es ist rutschig, aber der Blick ist großartig. Wer wäre so verrückt, schwere Ausrüstung darauf zu tragen? Das sollte es gewesen sein. Binärcode 37% unbekannter Dateityp 21, 90% EEG. Diese Glyphe bildet wahrscheinlich einen Teil einer Aliensprache und eines Codes. Zu professionell für einen Bergungsgutsammler. Wer studiert diesen Ort sonst noch?
Ja. Sieht cool aus, das Ding. Sonst ist ja nichts mehr, oder? Nee. Ich will gar nicht riskieren, ob man hier Fallschaden tot kriegt. Nee. Ob man stirbt beim Fallen. Platin. Sehr nice. Okay, was haben wir hier noch? Nicht. Okay, gucken, was für die Platten haben. Die sind gleich angegriffen, dann oder so. Ein Reliktschild. Ein Kühlkrams. Ja. Das hat man schon, oder? Ein Alien-Gerät. Ja. Ah. Ich baue eine Verbindung auf. Verzeihen Sie die Unannehmlichkeiten. Das System wird instabil. Lief es bei meinem Vater damals genauso? Der Vater hat direkt auf den Atmosphärenwandler zugegriffen, was sich als äußerst gefährlich erwies. Diese Bauten könnten das Kontrollzentrum preisgeben. Das System ist weiterhin instabil. Wenn wir die Energiezufuhr verdoppeln, könnte das den Prozess beschleunigen. Ich versuch's mal. Nein! Weg da! Oder ich lege sie um! Wow! Ganz ruhig. Lassen Sie dem System etwas Zeit. Ich studiere diese Technik seit Monaten. Ich weiß nicht, wie Sie die Glyphen aktiviert haben, aber Sie müssen das Programm... Okay, runter von mir. Sie liegen nicht gerne unten, was? Ich weiß, ich weiß. Wer bin ich? Ich meine, wer Sie sind, ist klar. Ich habe das Schiff gesehen. Sie sind ein Pathfinder. Ich dachte schon, die Initiative hätte sie erfunden, damit wir nicht die Hoffnung verlieren. Aber sie sind real, hm? Sind Sie denn real? Sie wollten mir doch sagen, wer Sie sind. Möglicherweise die Lösung für all Ihre Probleme. Na, sieh mal einer an. Das System ist jetzt stabil. Ich stelle eine Verbindung her. Oh Mist. Ich kenne diese Dinger. Von Habitat 7. Später. Schalten Sie sie erstmal aus. Behalten Sie den im Visier. Die machen kleine Bots. Jetzt nicht mehr. Gut. Sammler, weg mit dir. Beobachter, alte Sau. Der Sammler. Nicht schlecht. Mein erstes Zusammentreffen mit den Relikten lief nicht so gut. Relikten? Diese Monolithen, die Beobachter und Assembler-Bots, das sind alles Relikte von etwas viel Größerem. Aber das ist zu lang. Lang ist schlecht. Also die Relikte. Mein Name ist als Peavy auch besser. Erzähl dir von Relikten. Wir können jetzt was Nettes sagen oder gleich zur Sache kommen. Wir kommen gleich zur Sache. Ryder. Sie haben diese Relikttechnologie studiert. Was wissen Sie darüber? Viel, aber bei weitem nicht genug. Sie ist alt, benutzt Glyphen und hat gute Schutzmechanismen. Ich habe gesehen, wie diese Tech den Himmel über Habitat 7 freigeräumt hat. Wir hoffen, dass sie das auch auf Eos tun kann. Hm,
Manipulation der Atmosphäre. Könnte sein. Passt zum Modell. Die gesamte Relikt-Tech ist vernetzt. Sie haben irgendwie mit diesem Monolithen interagiert. Und jetzt pinkt er die anderen an. Wenn sie die ebenfalls aufwecken, führen sie sie mit Sicherheit zu einem Hauptschalter, der das Strahlungsproblem löst. Das käme ihnen entgegen. Also folgen wir der Spur, ja. Interaktion mit dem Monolithen, Verbindung bis zur Quelle verfolgen, kein Problem. Klar, aber verärgern Sie dabei nicht zu viele Beobachter. Hier, nehmen Sie meine NAV-Punkte. Ich muss rausfinden, wie diese Interaktion funktioniert. Und seien Sie vorsichtig. Auf diesem Planeten gibt's alle möglichen seltsamen Dinge. Ja, einmal Waffe wegstecken. Wo ist sie denn? Kann ich nicht. Aber wir können nochmal anquatschen, oder? Faszinierend. Vielleicht erfahren wir noch ein bisschen was. Wie diese auch für sie der Grund, morgens aus dem Bett zu steigen? Alien-Geheimnisse auf feindlichen Welten lüften? Da fragen sie noch? Ha, ein Mann nach meinem Geschmack. Folgen Sie meinen NAV-Punkten und ergründen Sie die Monolithen. Dann bekommen wir beide Antworten. So, wir fragen jetzt mal ein bisschen durch. Ihre Anwesenheit hier. Wie sind Sie hierher gekommen? Nach dem, was mit den Außenposten geschehen ist, hätte ich nicht erwartet, hier noch auf irgendjemanden zu treffen. Ich hatte eine Mitfluggelegenheit und musste den Flugplan ein wenig frisieren. Die Nexus wollte niemanden mehr riskieren. Oder damit niemand sieht, wie schlimm es hier wirklich war. Ja, es war traurig, aber es gibt hier noch so viel mehr. Und einige von uns wollen es finden. Wir sind doch nicht so weit gereist, um einfach nur rumzusitzen und nichts zu tun. Reliktbots? Die Bots, denen wir begegnen. Sie hatten Namen dafür? Irgendwie musste ich sie ja nennen. Die Beobachter fliegen herum und observieren jeden, der diese Tech berührt. Die Assembler stellen andere Relikte her. Ich weiß noch nicht wie. Vielleicht mit Fertigungswerkzeugen oder 3D-Druck. Und Brecher zerstören alles, was ihnen nicht gefällt. Also uns. Leicht zu merken. Ihr Name? Ist PB ein typischer Asari-Name? Ich habe ihn in meiner Zeit als Jägerin nie gehört. Oh, Sie wissen also ein paar Dinge. Schön für Sie. Ich weiß dafür andere Dinge. Es ist einfach ein Name. Er klingt gut, er ist schön kurz und mehr gibt's dazu nicht zu sagen. Andere Besucher? Haben außer Ihnen noch andere Leute ihr Lager auf EOS aufgeschlagen? Da wären die Cat, Clancys Bergungstrupp und ein zorniger alter Mann. Von wem reden Sie? Sagen wir, er ist hier, um Cat zu erledigen. Und es ist ihm egal, wessen Geräte er dabei zertrampelt. Veränderung der Atmosphäre. Wir hoffen, diese Technologie kann die Atmosphäre umwandeln und EOS bewohnbar machen. Halten Sie das für möglich? Klar doch. Vielleicht. Möglicherweise. Diese Tech ist so neu. Ich meine, für uns. Hier ist sie alt. Wer weiß schon, wozu sie fähig ist. Wie alt ist sie genau? Sie war jahrhundertelang inaktiv. Was vermutlich gar nicht so alt ist. Aber lange genug, dass die Bedingungen total den Bach runtergehen konnten, falls das alles wirklich zusammenhängt. Auf Wiedersehen. Okay, ich mach mich dann mal auf den Weg. Sehr gut. Es gibt so viel zu entdecken. Fangen wir damit an. Ja, irgendwie ist es so ein bisschen störrisch und mürrisch und ich sag nicht, was ich, wer ich bin und hier und ja. Da. Die wird bestimmt noch Ärger machen. Wir gucken aber uns einmal ganz kurz hier auf der Seite um. Weil hier können wir noch Sachen erforschen. Also scannen. Und das machen wir natürlich auch. Oh! Eine Kolonistin aus Anlage 1. Die Strahlung hat sie getötet. Wir wussten, dass wir einige Leute verloren haben, Ryder. Aber niemand hat uns gesagt, dass sie zurückgelassen wurden. Ich frage mich, wie viele da draußen sind.
Zu viele. Lexi, aktualisieren Sie die Unterlagen der Nexus über Avanti, Tegan C. Und schicken Sie ein Bergungsshuttle hier raus. Gute Idee. Falls sie Familie hat, verdient sie es, einen Abschluss zu finden. Sie verdient mehr als das. Wir werden zu Ende bringen, was sie angefangen hat. Aha. Nicht die Maxime der Menschen, wir lassen niemanden zurück. Sondern hier heißt es, ja, du bist tot, bleib doch da liegen. Sollen nicht irgendwelche Weltraummagen fressen. Ich lasse euch auch sehr ungern zurück, aber der Part ist an dieser Stelle erstmal beendet. Viel haben wir jetzt nicht gesehen. Wir haben eine Sidequest abgeschlossen. Wir durften das erste Mal mit dem Nomad fahren. Wir haben Pibi kennengelernt. Rausgefunden, dass hier Relikte und sowas in der Art gibt. Und wir haben rausgefunden, dass die Toten zurückgelassen worden sind. Eigentlich doch gar nicht so wenig, oder? Naja gut. Können wir ja mal ein bisschen drüber nachdenken und philosophieren. Wenn es euch gefallen haben sollte, was ihr hier gesehen habt bisher, dann lasst ein Däumchen da oder schreibt was Nettes in die Kommentare. Würde ich mich freuen. Gebt mir euer Feedback. Und ansonsten danke und ciao, ciao, Leute.